Mir ist gerade mal aufgefallen, ich bin gerade auf dem richtig krassen, heftigen Weg in Total War Warhammer 3 die 1000 Stunden zu knacken. Oi. Das wird irgendwann selbst 7 Days bei mir toppen, was ich jetzt sowieso nicht mehr spiele, bis es fertig ist, weil ich davon die Schnauze voll habe. Mit diesem ständig neu anfangen. Hier stört's mich ja nicht. Da wird das auf jeden Fall auch die 2000, 3000 Stunden kriegen. Irgendwann im Laufe der Zeit. Bin ich mir sicher, weil zurzeit bin ich so süchtig wieder nach dem Spiel. Siehst du ja, Miao Ying durchgeboxt, mit einer Pause zwischendrin natürlich. Jetzt hier die Oma, die gefällt mir richtig mit ihren Viechern und wie die eskaliert. Und wie sie natürlich für meine Mary die ganzen Mäuse auswirkt. So. Great. Also. Wir überspringen noch eine Runde, weil die müssen sich hier noch ein bisschen auffüllen. Oma, mach hinne. Der Kesselgulasch wird sonst schlecht. So, wie sieht's aus? Wir müssen noch eine Runde überspringen, aber egal. Dann bauen wir hier mal ein bisschen was, ne? Der Oma schmeißt ein paar Hölzer durch die Gegend. Und das nennt die dann bauen. Wachstum. Wir müssen noch überspringen. Die müssen sich noch öffnen hier. Sonst haben wir irgendwie so eine... Obwohl, wenn ich die boxe... Komm, die fangen uns jetzt eh ab. Hier ist ja keine Bedrohung sichtbar erstmal. Hier, die sind eingekesselt hinter dem Berg. Ja, dann stellen wir uns rotzfrech, nee, nicht in das Gebiet. Hier so hin. Und dann triggert es die Armee, dass die rauskommt. Wollen wir wetten? Das sind ja eh unsere Feinde und das triggert die jetzt. Ah, gehen wir noch ein Stück zurück. So. Jetzt sind wir nämlich hier in ihrem Land. Und das wird den jetzt triggern, dass der mich angreift. Bin ich mir sicher. Die Oma kann es kaum erwarten. Und, bitteschön. So langsam durchblicke ich die blöde KI. Gut. Völlige Eskalation. Jetzt knallt es hier nämlich richtig. Jetzt ist Schluss. Ich lasse die jetzt völlig eskalieren. Wir übergeben gleich der KI. Und gucken zu, wie es hier knallt. Wenn der Oma den Dunkelelfen mit ihrem prall gefüllten Katheterbeutel eh über den Latz zieht, rutsch, der platzt dann wie so eine Wasserbombe und das vergiftet alle Feinde. Ui. Na jetzt hat sie das Böse geholt. So, Oma. Wir stellen uns hier schön... Nee. So. Die Oma hier hin. Das sind meine Wälder. Und alles, was in den Wäldern ist, gehört mir. Also auch eure Stadt. Gell? Alter, da kriegst du doch Angst. Warte mal. Ja, die Evil Dead Oma. Mach nochmal die Maus. Jetzt. Oh, schön. Die Ratte für den Mary. Ja, schön schmieren. Da muss das Auge rauslaufen, so. Und dann musst du das mit dem Strohhalm auflutschen. So, jetzt knallt's. Ich halte meine Klappe. The cowards amongst you tremble.
yet an old woman stands here, fearless before the folk. Now ask yourselves, do you fear the enemy more or me? Da kommen sie, da oben. Ich wollte jetzt mal kurz gucken. Komm, wir laufen denen mal entgegen. Das dauert mir sonst zu lange. Die wollen uns nämlich hier oben umrunden. Alle hier drauf. Oma Elfriede hat euch etwas mitgebracht. Deswegen sind die so saftig. Und dann gibt es einen schönen Eintopf aus Pilzen.
Alter. Boah, was? Boah, ist die eskaliert. Jetzt guck dir diese Leichen an. Da hat der Oma lauter schönes Zeug für Sandwich. Okay. Und für ihren Eintopf. Kesselgulasch à la Dunkelelfen. Boah, ist das nur sexy, das Spiel. Die Armee bleibt übrig, die wird sich jetzt in die Burg zurückziehen. Und dann greifen wir jetzt eh an. Das ist Fakt. Die Oma, die erschlägt die mit ihrem Gebiss. Oder mit ihrem vollgefüllten Katheterbeutel. Ich nehme Seelenessenz. Ich will hier ein bisschen was machen. Bumm. Na, zieh dich schön zurück, mein Guter. Na, wenn du denkst, das hilft. Die Oma ist es. Na, die will ich nicht haben. Die kannst du, sag ich mal, rekrutieren. Ah, das interessiert mich nicht. Ich hab die mal angeguckt, das ist langweilig. So, weg damit. Brauchen wir nicht. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen die Kontrolle über meine Welt. Der Paul Overwitch ist in her Charts. Ja, mein Bruder. Ich will diese Stadt. Aber ich muss mal ganz kurz Bibi, weil ich habe ja nicht so einen Katheter wie die Oma, weil ich ja vorhin erst meinen Kaffee in meinen Schlund geprügelt habe. In der Zeit könnt ihr die Oma angucken, wie die schön die Mäuse für die Mary sammelt. Das macht die. Die schön gewürgten, schleimischen. So, und dann gucken wir uns die Karte an. Und dann, wisst ihr, was wir dann machen? Dann spucken wir die alle an. Oh. Oh ja. Oh. Oma, komm mal her. Gell, ich beeil mich, ich brauche ja nicht lange. So, machen wir uns so ein schönes Bild hier. So. Habt ihr ein schönes Bild zum Gucken, gell? Warte, bin gleich wieder da. So, Oma Elfriede.
komm. Jetzt knallt's hier. Alter. Jetzt will ich mir die Map mal angucken. Eine Dunkelelfenburg. Oje. Boah, hier verbrennen sie die ganzen Leichen. Alter. Hier verehren sie den Malekith. Guck. Das soll doch Malekith sein, glaube ich, ne? Schön, 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 schön. Kann man nichts sagen. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir müssen durch dieses Scheißtor. Aber, jetzt will ich mal gucken. Der Oma, die schießt erstmal da drauf. Gell? Geht nicht. Nee, das geht nicht. Dann wirst du das angreifen. But what is their strength to the Liching Cold, the Dark Shadows, the Vile Woods? They will learn, won't they? Oma, schieß schon. Ja, Oma. Du musst das Tor anschießen. Ah. Ja. Oh, das kriegt man auch relativ schnell auf. Die Oma ruht sich heute aus. Oma Elfriede. Ja, die ist ja nur alt. Die braucht mal eine Pause, gell? Die macht nur das Tor mit auf. Und dann schicken wir unsere Bestien rein. Ist schon halb kaputt. Okay, da kommen wir hier wenigstens schneller durch die Tore. Gleich schicke ich euch meine Dämonen aus dem Evil Dead Wald. Hallo Jungs. Jetzt passt mal auf, was durch dieses Tor kommt. Na, die Guten.
Fall. Boah, ist der klasse, hä? Zeigt ihnen keine Gnade. Wir sind das Grauen. Wir sind Dämonen. Für mich ist das einfach Evil Dead. Alter, wie die eskalieren. Oder? Oh, ist das ein Blutbad? Jetzt haben sie Angst, jetzt kommt der Dicke. Ja. Und ihr wollt düster sein. Was bin ich denn? Ihr seid nix. Jetzt ist Schluss. Ich liebe das Spiel so sehr. Ich bin der größte Doodle-Mama-Fan auf der Welt. Alter! Ich liebe das Spiel! Ich liebe das Spiel! Mann! Das eskaliert! Wie die abgehen. Jetzt ist Schluss. Das war's.
Jetzt hab ich die Faxen, Digga. Jetzt kommt die Oma noch dazu. Guten Tag, na, wie geht's? Ich wollte mich mal vorstellen, ich bin Oma Elfine. Zack, alle auf dem Mutti, alle auf dem Mutti. Der Oma ist da. Auch gar nicht abhauen. Boah, der hat die weggeklatscht. Macht euch runter von der Barrikade. Jetzt knallt's, pass auf. Komm, die boxen wir noch hier. Komm, auf geht's. Da kriegt man noch schöne Erfahrung und Geld. Hier geblieben. Ja, time to go. Und zwar in meinen Kessel. Ihr müsst sie mal zerreißen und zerfetzen. Oder hier die. Komm. Oh, hübsch, gell? Nehme ich mit. Sammle ich alles ein jetzt. Ja, RIP, ne? Das war's. Oh, was denn los? Seid doch nicht so düster, wie ihr gedacht habt. Hä? Ihr seid wohl nix. Ihr guckst ja an. Hier liegen sie überall. Ich hab ich's gezeigt. Ihr solltet eine alte Frau nicht unterschätzen. Denn es könnte ja sein, dass sie eine Hexe ist. Das Spiel ist so geil. So, das ist das beste Spiel auf der ganzen Welt. Egal, wen man hier spielt, außer die Menschen. Das knallt einfach nur. Oh. 2 Level. Jetzt haben wir endlich eine Hauptstadt. Dann kommen wir jetzt auch mit der Kontrolle hoch. Meine Fresse, war das ein Massaker. Alter Schwede. Das wird doch so eskalieren hier. Okay, nochmal Kontrolle. Und jetzt gehen wir auf... Verluste durch Chaosverschleiß. Minus 50% aller Armeen. Das kann ich ja später noch ausbauen. Ha, was machen wir denn da jetzt?
unsere Viecher mal ein bisschen buffen schon, ne? Ja, Nahkampfangriff für alles hoch. Dann gehen wir jetzt auf die inspirierende Gegenwart, die ich eigentlich meistens ignoriere, da wir ja mit den Cheats spielen. Und dann buffen wir unsere Einheiten. I suppose this would be useful, warding Kislev from Chaos. Ich würde ruhig erstmal mich um die kleinen Städte zum Ausbauen kümmern. Ja? Da geht ja das Wachstum eh hoch, das heißt, wir kommen dann nachher hier ruckzuck durch. Ne, dass die auch erstmal mehr Einheiten kriegen, weil hier ist nur Müll drin. Wie krass sind denn die? Gar nicht, ne? Nahkampfangriff 20. Wow. Du hast ja nur Müll drin, ne? Hier kriegt man wenigstens ein paar Reiter, die jetzt auch nicht so der Bringer sind. Die musst du halt auch erst leveln. Gut. Aber das war doch jetzt meine Ansage, ne? Boah, wie die Oma abgeht. Du Scheiße. Diese Provinz werde ich mir einverleiben. Die sind schon völlig panisch, hast du es gehört? Und euch lösche ich jetzt aus. Hexenhalle? Das ist keine Hexenhalle. Erst wenn ich da drin bin, du Blödmann. Ah, die Map mal angucken. Ja, die macht halt alles normal. Das ist schade. Die müsste die Umgebung auch so ein bisschen verändern. Ne, hier, die will ich nicht haben. Die komischen, den komischen Felix hier. Mit seinem komischen Gnomen. Na gut, Lichtung des Verderbens. Da ist kein Verderben, erst wenn ich dort bin. Du blöde Mutti. Begreifst du es? Gut. Just an old woman. Nur eine alte Frau. Na, die macht nix. Ist eine ganz gute. Gucke mal. Und dann haben wir ja das erste mit dem Wachstum ausgebaut. In der nächsten Runde. Kommen wir überspringen noch eine Runde. Da haben wir auch mal eine längere Folge. Bauen noch ein bisschen was. Und planen uns jetzt was. Wir werden auch soweit keinerlei Diplomatie machen. Das Einzige, was ich mache, weil die will einfach die Welt in Chaos, ne? Die will die Welt Evil Dead machen. Und, Nonens. Ich würde eher sagen, ja, die Armee heißt Nonsens. Oder? Ja. Nonsens. Das haben sie falsch geschrieben, weil die ist nix. Nicht gegen unsere Oma. Oma Elfriede. Oh, it's like that. Komm, dann bauen wir es jetzt aus. Scheiß drauf. Wir haben so viel Wachstum. 130 haben wir schon. Guck mal, dann kriegt man wieder mehr Geld, mehr Wachstum. Korruption geht runter. Und natürlich können wir mehr bauen. So. Was machen wir denn jetzt? Oh, das würde ich sofort nehmen. Chance auf magische Gegenstände plus 50%. Kampagnen-Sichtfeld hoch, dass man ein bisschen... Geschwindigkeit plus 10, alle Armin. Bonus gegen Infer... Oh, hier müssen wir uns so schnell wie möglich... Wir haben genug Seelen gesammelt. So schnell wie möglich durchboxen. Alter, ist das mächtig. Der Baum ist mit der mächtigste. Ohne Scheiß. Da will ich gar nicht jetzt bei den anderen gucken. Aber zuerst schaltet am Eishof einen Ausbildungsplatz frei. 4 Runden. Das ist Müll. Das brauche ich alles nicht. Ist hier noch irgendwas? Weil dann müsste ich hier noch eins machen. Warte mal, du brauchst hier 2 Technologien. Irgendwas. Nee. Gut, hier brauchen wir eigentlich nichts mehr, außer den Eishof. Und das mache ich ja erst später, wenn ich meine 2 Armee habe. Also machen wir jetzt...
erstmal unsere Einheiten besser. Also alles, was Tiere sind, sage ich mal. Weil der Bonus gegen Infanterie ist das Beste. Da weißt du, wie die Hunde noch mehr eskalieren. Die sind ja jetzt schon schlimm. Dann treffen die ja nochmal 8 Punkte besser. Und Bären werde ich mir auch holen. Das ist auch mal was. Das mache ich jetzt. Such strange newness. Elfriede, du bist außer Puste, meine Gute. Du ruhst dich jetzt aus, machst dir ein paar schöne Wadenwickel und ein Fußbad, reibst dich noch ein bisschen mit Franzbranntwein ein, gell? Zupfst dir noch mit der Pinzette ein paar Haare raus, aus deinen Warzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, gell? Nehmen wir die Provinz komplett ein. Gute Nacht.